und vielleicht mal ein bisschen länger zur Schule gehen, mal einen Abschluss zu machen, mal einen Beruf zu erlernen, mal ein paar Jahre zu arbeiten. Ganz ehrlich, was Sie machen, ist ein wirtschaftliches Abbauprogramm. Aber Sie machen hier keine Vorschläge, um dieses Land voranzubringen. Was Sie nur können, ist verbieten und politisch verordnen. Sie haben überhaupt keine Kompetenzen in diesem Bereich. Dass Sie alle mal Nachhilfe in Sachen Ordnungspolitik, Nachhilfe in Sachen Grundlagen der Wirtschaftspolitik und Nachhilfe in Sachen sozialer Marktwirtschaft brauchen. Sie wissen überhaupt nicht, wie unser Land und unsere Wirtschaft funktioniert. Der gesamte Bundestag, vor allen Dingen die Grünen und Linke, sind richtig eskaliert und toben vor dieser Rede. Es ist tatsächlich Jana Schimke von der CDU und auch die CDU hat ein paar Sternchen, die es verstehen, die Realität hier in Worte zu fassen. Wir schauen uns diese Rede hier an, die momentan ganz WhatsApp zum Beben bringt. Jeder teilt diese Rede und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, sie räumt damit auf mit dieser ja sehr krassen Einschätzung der Grünen, dass man ja die Wirtschaft revolutionieren muss. Sie räumt damit auf, dass der Druck auf Unternehmen eben doch höher ist, als uns die Grünen das weismachen wollen. Und sie klärt vor allen Dingen auch die linke Politik auf, wie sie immer weiter unser Land in den Ruin stürzen will. Ich meine, es gibt da draußen grüne Politikerinnen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und dann sogar auch noch solche Sätze raushauen, dass man sich ja in seiner eigenen Währung, ist kein Scherz, ja nicht verschulden kann, beziehungsweise nicht pleite gehen kann. Und alleine da siehst du, wie krass denn eigentlich der Fachkräftemangel nicht im Handwerk, nicht in den Schulen, sondern im Bundestag höchstpersönlich am heftigsten ausfällt. Und dementsprechend, lass uns direkt reingehen. Ich bin gespannt, wie du dazu stehst und wir haben mal die Highlights für dich hier zusammengefasst. Meine Damen und Herren, das muss man sich mal vorstellen. Deutschland ist Vorbild, international Vorbild bei der Sozial- und Tarifpartnerschaft. Wir haben hier gelebte Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern seit vielem und die Welt blickt auf uns. Wir empfangen sehr oft hier Delegationen aus anderen Ländern, die sich informieren, wie läuft das eigentlich bei uns? Was können wir besser tun? Wo können wir uns ein Beispiel bei euch nehmen? Wir haben in Deutschland einen umfassenden Arbeitnehmerschutz, sowohl im Arbeitsrecht als auch bei der Arbeitszeit und in vielen anderen Bereichen. Und wir haben eine funktionierende Mindestlohnkommission, die sich seit 2015 regelmäßig zusammensetzt und einen gemeinsamen Mindestlohn ausverhandelt, den sie auch imstande ist zu tragen, den die Unternehmen imstande sind zu tragen und zu bezahlen. Denn das, was wir an Geld ausgeben, muss erst einmal erwirtschaftet werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und was macht die Linke? Die Linke fordert erneut einen politischen Mindestlohn. Das wäre dann, meine Damen und Herren, die dritte politische Festsetzung seit 2015. Und machen wir uns nichts vor, eine politische Festsetzung von Löhnen in diesem Land bleibt natürlich nicht folgenlos. Wir haben wohlgemerkt seit 2015 einen Mindestlohnanstieg von inzwischen 46%. Wohlgemerkt, der gesamte Bruttolohn in Deutschland stieg lediglich um 33% im Durchschnitt. 30% der Unternehmen sagen, sie sind betroffen von diesen Erhöhungen. Was heißt das? Das heißt ja nicht nur, dass die unteren Lohngruppen dann eben entsprechend mehr bekommen. Das heißt ja auch, dass die oberen Lohngruppen ihren Lohnabstand gewahrt wissen wollen und sagen, hey, ich habe studiert, hey, ich habe eine Ausbildung, ich möchte doch meinen Lohnabstand zur unteren Lohngruppe, zu demjenigen, der möglicherweise keine Ausbildung hat oder der noch nicht so viel Berufserfahrung hat oder was auch immer, ich möchte den gewahrt wissen. Das heißt, die Folgekosten für ein Unternehmen sind mitunter erheblich. Leben und Arbeiten in Deutschland wird immer teurer, Herr Bsirske. Und der Vorschlag, den die Linke hier macht, ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Er ist zunächst ein Verstoß, Herr Bsirske, er ist zunächst ein Verstoß gegen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Eigentum, Freiheit, Haftung steht bei Wikipedia, können Sie alle nachlesen. Die soziale Marktwirtschaft ist das Erfolgsmodell unserer Wirtschaft seit 1945. Und die also genau das, was die Grünen revolutionieren wollen. Unser Erfolgssystem seit 1945. Die soziale Marktwirtschaft hat dieses Land in den Wohlstand geführt und hat für Vollbeschäftigung gesorgt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe manchmal das Gefühl, dass Sie alle mal
Nachhilfe in Sachen Ordnungspolitik, Nachhilfe in Sachen Grundlagen der Wirtschaftspolitik und Nachhilfe in Sachen sozialer Marktwirtschaft brauchen. Sie wissen überhaupt nicht, wie unser Land und unsere Wirtschaft funktioniert. Und ich schäme mich manchmal, hier in diesem Parlament Vorschläge wie diesen zu hören. Ganz ehrlich, was Sie machen, ist ein wirtschaftliches Abbauprogramm. Aber Sie machen hier keine Vorschläge, um dieses Land voranzubringen, um die Menschen in Arbeit zu halten, um die Menschen ein gutes Einkommen zu führen. Was Sie nur können, ist verbieten und politisch verordnen. Sie haben überhaupt keine Kompetenzen in diesem Bereich. Und deswegen empfehle ich Ihnen, hin und wieder mal zuzuhören und vielleicht mal ein bisschen länger zur Schule gehen, mal einen Abschluss zu machen, mal einen Beruf zu erlernen, mal ein paar Jahre zu arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da meine Zeit am Ende ist, möchte ich es dabei auch belassen. Und das ist das Schöne, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer auf der Besuchertribüne. Politischer Wettstreit, politischer Wettbewerb lebt eben genau von der Frage, wer am Ende die besseren Ideen hat. Und wer die besten Ideen in Deutschland hat, die können Sie sich jeden Sonntag in einer Sonntagsumfrage ansehen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an der Union. Danke. Und genau das bringt es doch auf den Punkt. Wir haben eine Ricarda Lang, einen Kevin Kühnert, wir haben aber ganz viele andere auch, die noch nicht mal ordentlich gearbeitet haben. Und sie hat es auf den Punkt gebracht, was auch eine Alice Weidel an dieser Stelle gesagt hat. Jeder, der noch nicht mal in der freien Marktwirtschaft gearbeitet hat, kann doch überhaupt nicht über Themen wie Arbeitsrecht oder Arbeitsminister werden. Auch da sehen wir es als Paradebeispiel. Da sind Leute, die haben noch nie einen Rentenbescheid in die Hände bekommen, geschweige denn wissen sie eventuell sogar noch nicht mal den Unterschied zwischen Netto und Brutto. Und die wollen dann Gesetze schreiben für die Leute, die sie überhaupt nicht kennen, beziehungsweise wie das Ganze abläuft. Und das merken wir doch bei Habecks ganzen feuchten grünen Träume. Dort versucht er immer wieder ein System zu schaffen, das so einfach nicht existiert, beziehungsweise rechnet sich Wasserstoff schön, rechnet sich Photovoltaik, Windkraft schön, lebt seinen Traum, will sich alles an die Backe schmieren, wo wir uns den Wohlstand aufgebaut haben. Und wie sie es auch gesagt hat, es würde so gut tun, wenn die Grünen endlich mal ein Wirtschaftsbuch aufschlagen. Und nein, nicht die Enzyklopädie von einem Wirtschaftsprofessor, sondern es reicht einfach das Wirtschaftsbuch von der ersten Klasse oder sagen wir mal von der fünften Klasse. Na, da ist es im Endeffekt dann noch sinnvoller. Für die erste Klasse leider kriegen die Kinder nicht in frühen Jahren eben solche wirtschaftlichen Zusammenhänge beigebracht, aber in der fünften Klasse manche sehr wohl. Und das fehlt eben. Auch Alice Weidel hat dazu eine Rede auf unserem Zweitkanal hochgeladen. Auch dort kannst du dort nochmal vorbeischauen in der Infobox. Dort hat sie es auch auf den Punkt gebracht. Dort wollen uns Leute erklären, wie das Leben läuft, die noch nie richtig gearbeitet haben und dann um die Ecke kommen mit irgendwelchen Vorschlägen, die in der Luft zerrissen werden. Auch das mit dem Mindestlohn wird doch hier ganz gut geschildert. Es ist ähnlich wie das Bürgergeld. Wenn das Bürgergeld zu hoch ist, fragt sich jeder, warum sollte ich dann arbeiten gehen, wenn ich das gleiche Geld habe. Und beim Mindestlohn kommt noch eine Sache dazu. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Unternehmen hier in Deutschland alle super zufrieden sind und alle sprudelnde Gewinne machen. Im Gegenteil, die wird momentan ausgeschlachtet, die deutsche Wirtschaft. Und dann kommt auch noch der Personalkostendruck hinzu, ne? Also am besten 20 Euro Stundenlohn. Und nicht falsch verstehen, ich will auch, dass natürlich Leute fair bezahlt werden. Aber was nützt es einem, wenn das Unternehmen ohnehin schon unter Druck steht wegen den Energiekosten und jetzt auch noch einen Mindestlohn bezahlen muss, was macht das? Richtig, die sagen, hey, nach mir die Sintflut, ich gehe ins Ausland. Und dementsprechend Teil nicht vergessen und wir sehen uns das nächste Mal.